Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder bei Alien Isolation und ich bin hier wieder im Tunnel, weil ich nur die Pause beendet habe, die Folge, und wir müssen die Notabriegelung beenden. Und ich glaube, ich muss nachher sehr, sehr schnell sein, um hier hinzukommen, von daher muss ich mir den Scheißweg merken. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber ich glaube, unser Xeno kommt nachher hier rum. Und da möchte ich nicht hier sein. Erstmal gucken, wo ich den Scheißalarm hier loswerde. Bestimmt im Büro hier. Ja? Oh, guck mal an, da habe ich was vergessen. Aber ich weiß ja, dass es, ne? Muss ich das hier machen? Ne. Das ist, dass er gleich kommt. Also ich bin mir sicher. Deshalb speichere ich jetzt mal. Ja, natürlich. Also so oft speichern, wie es geht. So, wo war das Dings nochmal, wo ich hier, wieder anschalte? Oder ausschalte, eher gesagt. Geringe Energie. Ja. Ach so, die, Moment. Gibt's die hier auch? Diese, wo ich was von A nach B leiten kann. Irgendwie solche Sicherungs... War ich hier schon drin? Nee, ne? War ich hier drin? Ja, war ich schon. Okay. Ich guck dann nochmal hier. Vielleicht kann ich das da doch hier machen, schon. Arche, nee, nee. Vorposten des Fortschritts. Vielleicht steht hier was drin. Dann denke ich, nee. Da steht nichts. Auch nicht. Alles klar, dann muss ich weitersuchen. Ich habe das irgendwie vergessen, wo das ging. Ich kontrolliere einfach mal alles, was nachkommt. Ah, sag ich doch. Oh, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich. Oh, oh, ich erinnere mich. Oh, da ist es. Oh mein Gott. Das hört sich an, meine Fresse. Der ist, glaube ich, jetzt wieder hochgesprungen, ne? Jetzt heißt es schnell sein. Ich schleiche aber lieber. Weil ich müsste ja eigentlich zum Aufzug kommen jetzt. Nein! Warum geht der nicht? Mach auf! La Bamba. Mein Gott, das ist echt immer wieder schön gruselig, das Spiel. Da bleibt einem die Spucke im Halse stecken, du. Oh, ups, falsche Taste. So, wo muss ich jetzt hin? Muss ich wieder raus, ne? Aber nicht hoch, oder? Oh Gott, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Der Aufzug funktioniert hier natürlich auch nicht. Aber von oben komme ich ja. Da kann ich ja eigentlich nicht hinkommen, ne? Kann ich eigentlich nicht, ich glaube, ich musste wohl, weil ich musste ja durch eine Tür. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich gehe mal lieber hier hinten rum.
Ihr könnt hier überall rumtanzen. Da komme ich nicht durch. Ich glaube, ich muss da wieder durch. Ich muss da wieder gucken, dass ich die wieder zu irgendeinem Ding jetzt komme, zu irgendeiner Tür. Okay. Hey. So, bin ich mal gespannt. Oh, da ist ein Neuverkabelung. Okay. Ein stabiles System. Oh, hupsa, das wollte ich nicht. Weg. Geh weg. Ich sehe zwar selber kaum noch was, aber das Vieh sieht mich, glaube ich, auch nicht mehr. Oh nein, komm nicht hier hin. Oh Mann, ich muss Glück gehabt haben. Der ist hier hochgerannt. Ich gehe mal hier durch. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Nein! Doch, bitte ihn. Er als mich. Ich erschrecke mich jetzt wieder zu Tode und da will ich nie. Sei nicht so laut, du Vollpfosten. Erstmal ein bisschen durchatmen. Ich muss mal gucken, ob ich da was vergessen, ne? Ach ne, da ist ja nur das mit dem Schneider und so. Da habe ich nichts vergessen. Das heißt, ich muss nochmal quer durch. Ich will da nochmal die Treppe runter, um zu gucken, ob ich den dem armen, toten Menschen da unten was noch entnehmen kann. Wo ist unser Möppelchen? Wo ist das Xenolein? Wieso sieht eigentlich die Luftbereinigung immer noch aus oder wieder aus? Kuckuck. Da hinten ist er. Oh oh. Das war ein Fehler zu laufen, glaube ich. Oh. Nein, er hat ihn. Nein, er hat ihn doch nicht gefunden. Das hört sich an, als wenn er direkt links vor mir ist. Habe ich noch was zum Ablenken? Natürlich nicht. Verdammt. Ich habe ein Medkit, 3 Stück sogar. Der ist oben. Ich glaube, der ist hier. So, Leute, mal gucken, ob ich das überlebe, hier durchzukommen. Bin echt gespannt wie ein Flitzebogen, ob das hier alles so hinhaut, wie ich das will. Ich beeile mich, ich versuch's. Ja, mach schon. So. Aus, an. Nein. Oh, komm mir nicht zu nah, mein Schätzchen.
Genau, geh wieder hops. Geh rein. Geh ab nach. Ab ins Körbchen. Der ist direkt hier links von mir. Sehr schön, schnell wieder weg. Mal gucken, dass ich hier die... Nein, die geht gar nicht auf. Oh, scheiße, er kommt wieder runter. Oh, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, scheiße, ich glaube, ich muss runter. Oh nein, der kommt hier runter. Boah! Ich muss hier unten irgendwo eine Tür wissen. Nein, du. Nein, du siehst mich nicht. Geh weg, geh weg. Oh, da hinten ist er. Geh hoch wieder da rein. Geh wieder. Geh weg. Ich kann dich sehen. Oh nein. Nein, du siehst mich nicht. Nicht hier lang. Nein. Ach du Scheiße. Oh, an der Kamera kann man, glaube ich, sehen, wo der ist. Ist er jetzt weg? Nee, ne? Ach Gott. Ich will nicht die ganze Zeit hier verbringen. Ich muss hier unten in irgendeine Tür rein, glaube ich. In diese hier, glaube ich, sogar. Wo ist er denn? Ich wage es. So, jetzt aber schnell. Gut, das ist geschafft. Jetzt mach schnell. Ach schon. Ja! Woo! Geil. Meine Fresse da, das ist echt spannend. Also entweder habe ich einfach nur Glück oder ich habe einfach nur Glück, weil bisher hat er mich noch nicht geheilt. Nein, geht glaube ich, geht lieber weiter, genau. Da frisst er euch. Ja, also ich glaube bis jetzt, dass er mich nie nicht gekriegt hat, weil ich einfach nur Glück habe. Hallo! Lässt du mich raus oder rein oder lässt du mich nach Hause? Hallo, mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Nehmen Sie Platz. Ja, nee, ist klar, ne? Ich setze mich mal eben kurz hier hin und warte auf euch. Bis ihr Pappnasen was hinkriegt. So, mal gucken, was wir hier machen können. Luftreinigung aktiv, Kamerafeed aktiv. Achso, der braucht zwei. Okay. Türzugriff war richtig. Unsere Hibis ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Synthetiken verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen, keine lebensrechten Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie unbeschwert Ihr Leben leben können. Hibis, genial, einfach genial. Verstecken brauche ich nicht. Kann ich mich hier drunter verstecken? Oh, guck mal, hier könnte man sich sogar auch verstecken. Der Stuhl war jetzt ein bisschen fail sozusagen, aber ich muss hier gar nichts mehr gucken. Das ist alles schon
Nichts drin hier. Nichts zu sehen. Ich will den Helm haben. Der sieht cool aus. So, wo muss ich jetzt hin von hier? Komme ich hier nicht rein, ne? Nee, Tür verschlossen. Damit muss ich wahrscheinlich da rein. Aber er lässt mich ja nicht. Ziel ist, wir verbinden Menschen, wo auch immer sie sich befinden. Daher werden unsere Kommunikationskanäle von der Apollo-KI bedient, die all ihre Anfragen zusammenfasst, sodass ihre wichtigen Nachrichten nicht im Äther verloren gehen. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Gut, dankeschön. Könnt ihr jetzt mal mit dem Gesabbel aufhören? So, ich weiß, dass man hier irgendwo durch musste, aber ich weiß nicht mehr genau, ob das von kurz vor Ende war. Ja, das war kurz vor Ende. Dafür brauche ich nämlich einen Schneider, einen Ionenschneider. Deswegen kann ich mich auch noch daran erinnern. Oh. Ich weiß gar nicht, darf ich den hier jetzt Hallo sagen oder so? Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten. Du mir abrätst hier. Da sind zwei Stück drin. Das ist doch, glaube ich, auch mehr als vorher, ne? Ich brauche eine verdammte Schlüsselkarte. Nicht. Ich darf ja auch nicht rennen, das weiß ich, weil Rennen ist hier strengstens untersagt. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also ich komme hier nirgendwo ohne eine Schlüsselkarte rein. Das heißt, ich muss hier irgendwo eine Schlüsselkarte finden. Nur wo ist der Türzugriff, den ich hatte? War wahrscheinlich da drin. Luftreinigung. Warum ist die Luftreinigung aktiv? Mach mal Kamerafeed aus, das aus, halt weg. Wieso komme ich nicht in diese Tür rein? Oder warum komme ich nicht hier dran? Da war ein Aufzug. Und hier ist auch nichts zum Speichern, ne? Kann das sein? Da war das. Ich möchte mal kurz gucken, welche Tür das war. Dass die hinter mir war. Ja, war die hinter mir. Okay, da war ich ja schon drin. Wo finde ich jetzt eine Schlüsselkarte? Hier drinnen nicht, weil das ist ja zum Verstecken. Finde ich die vielleicht doch da drin? Da muss ich doch mal gucken, ne? Vielleicht doch übersehen habe. Hier war ja nichts drin. Nee, hier habe ich nichts übersehen. Dass hier aber auch nie was drin ist. Also hier findet man gar nichts. So, wo finde ich jetzt den Zugangsschlüssel? Kann ich den ihm aus der Tasche ziehen? Hallo? Aber ich habe ja auch keinen Speicherpunkt. Ansonsten würde ich das ja mal probieren. Bitteschön. Darf ich mal vorbei? Der lässt mich hier durch? Okay, alles klar. Ich habe gedacht, das ginge nicht. Gehe ich erstmal ganz hinten durch. Ach Mensch. Bewegungsmelder. Ah, hier ist der Bewegungsmelder. Sauber. Er wurde modifiziert. Sehr schön.
Sie sich, Frau Loft? Nein. Nein, kein Problem. Gucken wir doch mal hier, was man hier so Schönes machen kann. Luftreinigung, Lautsprechersystem ist aus. Beleuchtung deaktivieren. Die ist aber noch an. Freunde der untergehenden Sonne. So. Oh, ich habe Komponente B. Oh, da ist noch ein Dings. Ach, da wieder auch leer. Wie zu erwarten. So, was dann hier drauf ist, wie es dann auch weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr bleibt dran, ihr bleibt dabei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.